Hallo und willkommen zu Collection Treasures, wo ich euch ein Schmuckstück meiner Sammlung vorstellen möchte. Hier seht ihr The Last Ninja, das Computerspiel für den C64 von System 3, was 1987 erschienen ist. Der C64, der sogenannte Brotkasten, war mein erster richtiger Computer nach dem Atari 2600. Und mein Ein und Alles, kann man so sagen. Und The Last Ninja gehörte mit zu den absoluten Lieblingsgames, die ich damals echt rauf und runter gespielt habe. Ich muss aber sagen, ich habe damals nur eine sogenannte Sicherheitskopie gehabt, wie es so üblich war in der Zeit, weil man sich nicht dieses Original leisten konnte. Beziehungsweise, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht im Laden gesehen. Es war ein bisschen anders, als es in den heutigen Tagen ist mit dem Verkauf. Ja, The Last Ninja, hier seht ihr eine wunderbare Box, dieses ikonische, diese Augen, diese ikonischen, die ganz im Sergio Leone-Stil, wie bei Spielmitglied vom Tod, haben Eindruck geschindet. Schwarzes Cover, darüber der Titel, der Titel eben The Last Ninja. Dies ist eine UK-Box, eigentlich eine englische Box, und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau erstmal an. Also, vorne ganz simpel, ihr seht die Augen und der Schriftzug, unten dann für C64 128, Commodore 128. Es gibt ihn auf Amstrad, das Spiel, dann ist das komplett identisch. Und es gibt in zwei Fassungen, damals gab es Disketten und die Datasette. Die Datasette war ein ganz normales Kassettentape. So, schauen wir uns jetzt mal an. An der Seite seht ihr Last Ninja für C64, also Disk, das ist die Diskettenversion. Sonst wird da Datasette stehen, wenn man jetzt eben halt das auf Kassette hätte. Und das System 3 Logo der Computerspielschmiede. Und hier haben wir auf der Rückseite, haben wir das Cover, nochmal eben halt Titel und ein bisschen Beschreibung mit ein paar ganz kleinen Bildern. Die Beschreibung heißt es: The secret of the Ninjutsu way had been jealously guarded for centuries. Only once every decade were the skulls seen at the ritual of the white ninja. Ja, also eben halt die Geheimnisse des Ninjutsu oder des Ninjutsu-Weges wurden eifersüchtig bewacht für oder wurden geheim aufbewahrt für Jahrhunderte, wurden nur für eine gewisse Zeit hervorgeholt. Werden diese Schriftrollen hervorgeholt, wenn das Ritual des weißen Ninjas stattfindet. Weiter Satz heißt dann: No one covered these secrets more than the evil Shogun. Seizing the opportunity of the ritual, he sprang a fleeish trap that destroyed the Brotherhood except for one, you, the last Ninja. Also der Shogun möchte das Geheimnis des Ninjutsu-Ways, also des Ninjutsu-Weges, für sich behalten, hat daraufhin die gesamte Bruderschaft der Ninja zerstört, und wir sind der allerletzte Ninja, der The Last Ninja, und müssen uns diese Ninja-Scrolls zurückholen und den bösen Shogun aufhalten. So, dann heißt es ja weiter: Your sworn oath is to recover the scrolls. You travel to the mysterious lands of the Shogun. Already his guards are mastering the ways of the Ninjutsu. Ja, also dann, wir haben uns geschworen, unsere Ninjas-Schriftrollen zurückzuholen. Wir reisen auf die mysteriöse Insel vom Shogun, wo die Wachen von ihm bereits das Ninjutsu gemastert haben oder beherrschen und uns sozusagen aufhalten, weil sie können genauso mit dem Schwert, mit dem Shuriken umgehen oder eben halt mit dem Kampfstock und uns genauso bekämpfen. So, to reach the Shogun's palace, you must use all your weapons, craft and fighting skills as you travel through dangerous wastelands. Ja. Magnificent gardens then descend into the dangerous dungeons before the final confrontation. You cannot fail. You're the last Ninja. Ne? Um den Palast des Shoguns zu erreichen, müssen wir all unsere Waffen einsetzen und unsere Kampffähigkeiten ausnutzen. Und müssen durch gefährliche Landschaften, hübsche Garten und auch Dungeons, düstere Dungeons
ja, müssen wir bewältigen bis zur finalen Konfrontation. Wir dürfen nicht verlieren. Wir sind der letzte Ninja, the last Ninja. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass man wirklich erstmal die ersten Levels eben halt in einer Wildnis verbringt. Man muss an einem Drachen vorbei, Hindernisse eben halt aus dem Weg räumen. Und ja, man hat sogar einen Dungeon und eben halt so ein bisschen in diesem isometrischen Stil wurde es dann gespielt. Es war echt klasse. Und wie gesagt, es hat mich rauf und runter begeistert oder von vorn bis hin, weil es eben halt auch eine brachiale Grafik hat. So, jetzt schauen wir es nochmal von innen an. Die Box ist aus Plastik. Hier seht ihr das Handbuch und die Diskette. Schauen wir uns als erstes mal die Diskette an. Ihr seht The Last Ninja schön aufgedruckt oben. Das ist eben halt die Disketten. Sind wirklich, ihr seht, seht ihr das? Das waren Disketten und das sind schon, ja, das sind die mittleren, kann man so sagen. Disketten für den C64. Amstrad Disketten hat noch ein eigenes Format und es gab sogar noch eine Nummer größer, aber nicht für den C64. Der C64 hatte diese. Für den Amiga gab es dann später die eine Stufe kleiner, die 3,5 Zoll. Das waren 5¼ Zoll Disketten und sie waren sogar beidseitig. Also selbst die Rückseite war bespielt, das heißt, man musste in den Laufwerk schieben und auch drehen irgendwann, um das Spiel sozusagen vollständig zu spielen. Also, ne, hier sehen wir auch Part 1, ne, Zeit A, Zeit B und Reserve, also Seite 2 ist sozusagen der zweite Teil des Spiels. Das ist hier jetzt eingeklemmt und ihr seht diese Hülle, ne, passt eben halt super. Hier haben wir das für Diskette Platz, hier wäre für die Datasette Platz und hier ist entweder für ein Modul, es gab damals auf dem C64 auch für Module Platz und eben halt für das Amstrad, diese Diskette, die passt da dann auch rein, wurde auch hier mit reingeklemmt. Also man hat wirklich eine Box erstellt für alles und dann wurden entsprechend natürlich, oder wurden nur die Covers verändert. So, dann wollen wir uns nochmal anschauen. Last Ninja, das Handbuch, kann man so sagen. Hier muss ich sagen, als ich sie erworben habe, nachträglich diese Box, habe ich festgestellt, dass hier nicht die englische Anleitung bei ist. Normal würde der Text auf Englisch sein, das ist jetzt aber nicht der Fall. Sie ist auf beiden Seiten auch identisch. Ihr seht, es klappt etwas auf. Ja, ihr könnt das sehen. Hier haben wir komplett eben halt identische Sachen. Und jetzt gucken wir uns hier einmal an. Schön das Cover. Die haben dann die Beschreibung nochmal komplett. Und dann haben wir hier die Gegenstände, die eingesammelt werden können. Also damit man sie wirklich sehen kann, haben wir hier eben halt die Gegenstände von einem Beutel über die Schlüssel, unsere Waffen, die Nunchakos, das Schwert, ein Apfel, für Rauchbombe ist hier, hier haben wir so eine Art Zahn, ein Handschuh, ein Kampfstock, Chiruken, eine Rose, ein Seil, da müssen wir zum Abkleiden war das, zum Klettern. Eine Flasche, da mussten wir einen Molotow-Cocktail zum Beispiel draus bauen. Dann haben wir Pergamente, Amulett. Und hier ist nochmal die Anweisung, wie wir spielen können, denn die Steuerung auf dem C64 war damals ein bisschen anders. Wir haben nur einen Joystick und einen Feuerknopf. Das heißt, wenn man den Joystick bewegt hat, einmal normal, ohne den Knopf zu drücken, ist man in jede Richtung gelaufen. Sobald man den Knopf gedrückt hat, stand die Figur auch still und dann kämpfte man mit der jeweiligen Waffe, die man ausgewählt hat. Die Waffen wurden ausgewählt über die Taste, also beim C64. Der C64 hatte halt eine ganz normale Tastatur, wie eine Schreibmaschinentastatur. Das heißt, die Space-Taste, die ganz normale, war zum Wechseln. Und es gab F-Tasten und über die F-Tasten wurden dann die Gegenstände und die Waffen ausgewählt zum größten Teil. Also es gab mehrere Funktionen da. Und Chiruken oder so wurden weiter. Über die Space-Taste bzw. konnte man das auswählen. Auch relativ schnell die Waffen. Ja, das war eigentlich das Handbuch. Hier steht wirklich nicht sehr viel. Hier ist nochmal ganz kurz ein wenig über die Geschichte. Und ihr könnt nur sehen, dass es hier ist es lediglich anders aufgeteilt. Das Ganze. In zwei Sprachen, weil hier fehlt ja dieses Last Ninja Logo, kann man ja so sagen. Ja. Und das Handbuch, ihr seht, es passt eigentlich fast gar nicht.
in dieser Sache. Das ist auch schon gleich wieder so gemacht worden, dass es in andere Editionen passt, weil es gibt dieses Spiel auch in verschiedenen Editionen, in zum Beispiel in kleineren Kassettenhüllen-Packs. Das war Treasure Collection mit The Last Ninja. Und wenn euch das gefallen hat, bitte hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert. Kennt ihr das Spiel auch aus eurer Kindheit? Gerne her in die Informationen, denn ich möchte es mit euch darüber reden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und genießt noch einige wunderbare Spielmomente aus The Last Ninja.